Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten paar Minuten möchte ich euch mal zeigen und wir wollen gemeinsam ein Konto bei den iRooms anlegen. iRooms, das ist unsere digitale Plattform, in der alle digitalen Räume beinhaltet sind und wo ihr dann die Meetups auch durchführen werdet. So, dazu schalte ich jetzt mal auf den Webbrowser um. Und das Erste, was ihr tun müsst dabei, ist iRooms.digital einzugeben. Dann kommt ihr hier auf die Oberfläche. In der rechten oberen Ecke seht ihr einen Link, da steht neues Konto anlegen. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf die Maske, wo ihr genau dieses neue Konto auch anlegen könnt. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mal tun. Mein Anmeldename, ich nehme mal einfach meinen Vor- und meinen Nachnamen, Robert Vogel. Ganz wichtig ist hier, dass bei diesem Anmeldenamen, dass ihr letztendlich lauter Kleinbuchstaben verwendet. Das ist hier so eine Restriktion und da müsst ihr aufpassen, dass ihr das auch macht, sonst mault er hinterher rum. Kennwort nehme ich mal ein bestimmtes. Das müsst ihr euch merken, damit ihr euch hinterher natürlich noch anmelden könnt. Also Anmeldename und Kennwort sind dann natürlich ganz, ganz wichtig. Meine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse, die muss man wiederholen. Das hat den ganz einfachen Sinn, dass wenn ihr euch beim ersten Mal vertippt habt, dann bekommt ihr natürlich nie wieder eine E-Mail, wenn ihr das nicht zweimal eingibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zweimal vertippt, die ist eigentlich relativ gering. Dann den Namen, den Nachnamen gebe ich hier ein. Die Stadt, die müsst ihr nicht eingeben, die ist optional. Aber ich sage mal Starnberg, Deutschland. Dann ist das Ganze wichtig, dass ich hier kein Roboter bin. Klickt das also an. Da kann es jetzt passieren, dass noch irgendwas Wichtiges kommt. Also hier schauen wir mal, wo ein Bus drauf ist. Da ist ein Bus drauf. Da ist ein Bus drauf. Da ist ein Bus drauf, da ist ein Bus drauf. Und hier haben wir nochmal einen Bus. Es dauert also so lang, bis alle Busse weg sind. Dann sage ich bestätigen und dann sagt er, ich bin kein Roboter, das passt. Und natürlich in heutiger Zeit die Datenschutzerklärung. Das ist ganz wichtig, denn wir hantieren hier ja mit Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adressen. Wenn ihr dann später mal Teilnehmer einladet, dann müssen die sich natürlich auch hier ein Konto anlegen, damit die bei euch im Raum damit die im Raum teilnehmen können und ihr das Meetup durchführen könnt. Also hier muss man der Datenschutzbestimmung zustimmen und dann die Anmeldung entsprechend abschließen. Jetzt bekommt ihr eine Seite angezeigt. Die weist dahin, was passiert, nämlich das nächste, was ist, dass eine E-Mail kommt und ihr könnt jetzt hier auf Weiter klicken, müsst aber jetzt zuerst, ihr seid jetzt noch nicht angemeldet, müsst jetzt aber zuerst natürlich die E-Mail-Adresse bestätigen, damit ihr dann auch hier in iRooms was tun könnt, damit ihr dann auch loslegen könnt. Dazu schalte ich mal schnell auf die E-Mail um. Eine Sekunde. So, jetzt habe ich hier auf den E-Mail-Client umgeschaltet und ihr seht, da ist auch schon die Zugangsbestätigung angekommen und die sagt, hallo, guten Tag, Robert Vogel, bitte klick hier drauf und wenn ich hier drauf klicke, dann wird entsprechend meine E-Mail-Adresse in iRooms registriert und freigeschaltet und erst dann kann ich mich auch anmelden. Das ist ein wichtiger Schritt. Da muss man auch aufpassen, dass die E-Mail nicht irgendwo im Mülleimer landet oder im Spam-Folder landet. Schaut da einfach. Ihr müsst auf jeden Fall eine E-Mail bekommen haben. Dann könnt ihr hier auch draufklicken und die E-Mail bestätigen. Und dann seid ihr hinterher auch eingeloggt. Hier also jetzt die Bestätigung. Ihr seid automatisch wieder in den Browser gegangen und bei iRooms angemeldet worden. Und ihr seht hier, aha, danke. Die E-Mail wurde bestätigt und jetzt könnt ihr hier weiter direkt in iRooms arbeiten. Seid angemeldet, das seht ihr rechts oben. Da steht nämlich jetzt euer Name, den ihr gerade verwendet habt und könnt jetzt hier in iRooms weitermachen. Das war's soweit und viel Spaß.